So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Genau das richtige Wetter heute Morgen, um jetzt die Zeit in einem fensterlosen Saal zu verbringen, oder? Beziehungsweise wäre natürlich auch genau das richtige Wetter heute Morgen, um einfach länger zu schlafen. Aber vielen Dank, dass Sie trotzdem gekommen sind, auch wenn sicherlich jetzt länger zu schlafen eine gute Option gewesen wäre, die ich auch gerne wahrgenommen hätte. So, wir haben uns jetzt in den letzten Wochen sehr intensiv mit verschiedenen Datenstrukturen nochmals befasst. Binäre Bäume, B-Bäume, Hash-Tabellen, Heaps. Wir werden die Heaps jetzt wiedersehen, aber wir werden uns nicht mehr fokussieren auf Datenstrukturen, sondern wir werden uns im Rest oder zumindest in den nächsten Wochen fokussieren auf Algorithmen für andere Problemstellungen als die, die Sie bisher gesehen haben, wo dann Datenstrukturen vom Algorithmus, insbesondere Heaps, verwendet werden, um dann die Daten, die der Algorithmus prozessiert, möglichst effizient und effektiv zu prozessieren. Das, womit wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen werden, sind Netzwerke so wie dieses. Also ganz konkret werden wir uns zunächst einmal sehr intensiv mit einem Thema beschäftigen, das Sie als Anwendungsfall kennen, nämlich Navigation. Das heißt, im Rahmen eines gegebenen Netzwerkes im Straßennetz von Punkt A nach Punkt B eine möglichst gute Strecke zu finden. Möglichst gut heißt möglichst schnell oder möglichst kurz in Kilometern oder was immer eingestellt ist als Kriterium. Und da geht es um solche Netzwerke, so wie hier. In der Informatik und in der Mathematik nennt man solche Netzwerke typischerweise Graph. Deshalb verwende ich beide Begriffe hier, füge ich beide Begriffe ein und werde dann auch mehr von Graphen sprechen. Aber das ist Synonym. Das ist natürlich nicht zu verwechseln mit Funktionsgraph oder wie Sie sonst den Begriff Graph bisher kennengelernt haben in der Mathematik. Es ist etwas anderes. Und was es ist, das sehen Sie hier, so ein Gebilde, bestehend aus Knotenpunkten, die ich hier mit großen Buchstaben sozusagen durchnummeriert habe, bezeichnet habe, und Verbindungen zwischen den einzelnen Knotenpunkten oder Knoten. Also hier die Knotenpunkte oder Knoten spricht man typischerweise nur. Im Englischen verwendet man für das Wort Knoten entweder Node, N-O-D-E, oder Vertex, V-E-R-T-E-X mit Plural Vertices. Wenn Sie das etwa bei uns im Wiki oder anderswo in englischsprachiger Literatur sich ansehen. Und das sind dann eben entsprechend die Kanten. Eine Kante bezeichnet man hier im Englischen typischerweise als Edge, E-D-G-E, also mehr oder weniger wörtlich übersetzt, oder auch als Arc, A-R-C, das heißt also Bogen. Darunter finden Sie den Begriff Kante im Englischen typischerweise. So, was wir hier konkret haben, ist nicht irgendein Graph, nicht irgendein Netzwerk, sondern ein gerichteter Graph oder ein gerichtetes Netzwerk. Was Sie hier an den Pfeilen sehen, Sie sehen, wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie hier überall an jeder Kante einen Pfeil, der angibt, in welche Richtung diese Kante zu verstehen ist. Hier sehen Sie Beispiele dafür, dass es eine Kante von S nach B und genauso gut eine entgegengesetzte Kante von B nach S geben kann. Das sind dann zwei verschiedene Kanten in diesem Graphen. Und ansonsten sehen Sie hier viele Beispiele dafür, dass es natürlich auch Kanten ohne Gegenkanten geben kann. Denken Sie sich ein Straßennetz. Also Sie sollten ein Navi, die Software dafür, den Kernalgorithmus implementieren, der tatsächlich die Verbindungen berechnet. Wie würden Sie ein Straßennetz darin modellieren? Die, denke ich, sinnvolle Variante
ist einfach die, dass sie jede Kreuzung, jede Einmündung, auch jede Abfahrt bei einer Autobahn oder ähnliches dann modellieren als einen Knoten. Und ein Straßenstück zwischen zwei solchen Knoten, also beispielsweise ein Teil einer Straße zwischen zwei Kreuzungen, den würden Sie dann modellieren als eine Kante. Und Sie sehen auch, wenn Sie an Darmstadt hier denken, wie viele Einbahnstraßen es gibt, es macht Sinn, die Kanten gerichtet zu verstehen. Das hier wäre dann entsprechend in einer Modellierung eines Straßennetzes eine Straße, die man in beiden Richtungen durchfahren kann. Ein Straßenabschnitt zwischen zwei Kreuzungen, sollte ich sagen. Und das wäre ein Straßenabschnitt zwischen zwei Kreuzungen, den man nur als Einbahnstraße in eine Richtung befahren kann. Um das Ganze vollständig zu machen, müssten Sie natürlich auch noch Sackgassen mit, also das Ende einer Sackgasse, den Wendehammer oder was da immer am Ende der Sackgasse ist, da einen Knoten hinsetzen. Und ich habe eben gesagt, so Autobahnabfahrten würde man vielleicht auch als Knotenpunkte setzen. Das hängt natürlich davon ab, wie granular Sie die Daten modellieren. Also Sie sehen ja, dass die, wenn Sie auf Ihr Navi schauen, dass die Daten schon sehr granular offenbar gespeichert sind. Das heißt, man würde etwa eine Autobahnabfahrt nicht modellieren als einen einzelnen Knotenpunkt, sondern man würde da viele Knotenpunkte reinsetzen, dass eben die Verbindungsstrecke zwischen der einen Abfahrt, etwa einem Autobahnkreuz, zu der Auffahrt der nächsten Autobahn, dass das zumindest zwei Punkte sind, die durch eine Kante für diese Überführungsstrecke modelliert sind. Wobei, wenn Sie ins Navi schauen, wird man wohl davon ausgehen, dass das noch feingranularer, als ich es jetzt skizziert habe, modelliert ist. Denn der Verlauf von kurvigen Strecken ist ja offensichtlich recht realitätsnah abgetragen. Das heißt also, es dürften da bei dem Beispiel, das ich eben gesagt habe, von einer Autobahnabfahrt beim Autobahnkreuz bis zur Auffahrt bei der anderen Autobahn, was ja typischerweise recht kurvig ist, da dürften einige Knoten noch dazwischen gesetzt sein, jeweils mit einer Kante dazwischen. Sicherlich mit Kanten nur in einer Richtung, so wie hier, denn das sind ja typischerweise Straßen, die man nur in einer Richtung befahren darf. Also das als Vorstellung, wie man das im Navi modellieren würde, wie man da zu einem Netzwerk kommen würde. Natürlich haben solche Netzwerke nicht nur Straßennetze, das modelliert natürlich nicht nur Straßennetze. Sie werden sehr häufig in Ihrem weiteren Studium, zumindest im Informatikteil Ihres Studiums, aber vielleicht auch in anderen Teilen Ihres Studiums, mit Netzwerken in Verbindung kommen. Kommunikationsnetzwerke natürlich, jedweder Art, aber über Informatik hinaus reden wir natürlich von Netzwerken aller Art, Stromnetzwerke, Pipeline-Netzwerke, Rohre, in denen Flüssigkeiten oder Gase durchlaufen von einem Knotenpunkt zu einem anderen und so weiter und so fort. Wo immer Informatiklösungen gefragt sind, beispielsweise zur Steuerung oder Überwachung von irgendwelchen Netzwerken, wird man auf die eine oder andere Art, auf so eine Art von Netzwerk kommen. Es kann in den verschiedenen Anwendungsszenarien, wo man Netzwerke modellieren will, natürlich noch Erweiterungen von diesem einfachen Modell geben. Es kann zum Beispiel sein, dass von einem Knoten zu einem anderen Knoten, dass es sinnvoll ist, hier mehrere Kanten zu ziehen mit verschiedenen Charakteristika, mit verschiedenen Attributen. Etwa in Kommunikationsnetzwerken, wenn Sie von einem Knotenpunkt zum nächsten Knotenpunkt mehrere voneinander getrennte Verbindungen haben, mit unterschiedlicher Bandbreite oder anderen Charakteristika, die dann als Attribute auf diesen Kanten wären. Beim Thema Navi, also beim Thema Suchen einer Verbindung in einem Straßennetz, einer möglichst guten Verbindung in einem Straßennetz, was wären da die Charakteristika, die man als Attribute auf die Kanten legen würde? Naja, das, was man als Kriterium hat, Sie wollen eine möglichst kurze Verbindung in Kilometern haben, oder also halt in physischer Distanz.
dann würden Sie natürlich hier auf die Kanten entsprechend die Weglängen, die man hier durchfährt, wenn man von einem Knotenpunkt zum nächsten Knotenpunkt kommen will, dann entsprechend als Attribut haben. Das wäre die Länge. Oder Sie hätten, was ja meistens das ist, was einen interessiert, Sie wollen möglichst schnell von A nach B kommen, dann würde man hier auf so eine Kante als Charakteristikum, als Attribut, als Länge in Anführungszeichen die geschätzte Fahrzeit, um über diese Kante zu fahren, dann entsprechend ablegen, sodass man dann sagen kann, wenn ich von einem Punkt zu einem anderen kommen will und wissen will, wie gut ist diese Verbindung, dann muss ich einfach nur diese Attributwerte über die Kanten, die durchlaufen worden sind, aufaddieren und habe die gesamtgeschätzte Fahrzeit für die ganze Verbindung. Ja, wenn das Navi noch die Möglichkeit hat, was ja heutzutage der Standardfall ist, aktuelle Verkehrsinformationen zu berücksichtigen, dann würden diese Kantenlängen, diese geschätzten Fahrzeiten natürlich nicht ein für alle Mal von vornherein berechnet und dann abgelegt und dann immer wieder verwendet, sondern dann würden sie entsprechend aktuell berechnet, abhängig von den Verkehrsinformationen. So, gerichtete Graphen. Das wäre dann ungerichtete Graphen. Es gibt viele Situationen, in denen die Kanten keine sinnvolle Orientierung haben, wo man nicht sagen würde, die Kante kann man von einem Punkt von A nach B durchlaufen, sondern wo die Richtung eigentlich egal ist. Man kann die Kante von A nach B, aber genauso gut von B nach A sehen. Wäre auch beim Straßennetz der Fall, wenn es nicht diese Einbahnstraßen gäbe. Und in solchen Fällen macht es durchaus Sinn, einfach ein solches Modell herzunehmen, wo die Kanten keine Richtungen haben, keine Orientierungen. Wir werden einen Anwendungsfall hier diskutieren, Algorithmen dazu kennenlernen, für einen Anwendungsfall auf ungerichteten Graphen, nachdem wir das Thema Weglängen, Navi, beendet haben werden. So, also, Sie sehen hier nochmal die Notation. Die Notation ist nicht ganz einheitlich in der Literatur, weder in der englischsprachigen noch in der deutschsprachigen Literatur. Deshalb habe ich hier eine Folie, also das ist mit ein Grund, warum ich eine Folie hier nochmal eingefügt habe, um die Notation, wie ich sie hier in der Vorlesung verwende, dann auch eindeutig zu definieren. Auch wenn es Unterschiede in den Notationen gibt in der Literatur, sind die Unterschiede nicht allzu groß. Also insofern, das ist schon ungefähr das, was Sie eigentlich in jedem Lehrbuch und in jeder Internetseite, in jedem Skript irgendwo auf der Welt, sofern es Deutsch oder Englisch ist, finden. Also, Sie finden gerichtete Graphen. Was ist ein gerichteter Graph? Eine Knotenmenge und eine Kantenmenge. Ungerichteter Graph genau dasselbe, eine Knotenmenge, eine Kantenmenge. Warum heißt die Knotenmenge V? Hat sich so eingebürgert, dass man sie abkürzt für Vertices, wobei es sich ergeben hat, meistens im Fließtext drumherum spricht man da nicht von Vertices, sondern von Nodes. Also man benennt sie typischerweise in der Literatur, zumindest soweit ich die Literatur gesehen habe, und ich glaube, ich habe viel Literatur dazu gesehen, benennt man Knoten im Englischen mit Node, aber kürzt ab mit V für Vertices. Ich nehme an, der Grund ist einfach der Node. Wenn man das mit N abkürzt, dann besteht Gefahr der Verwechslung mit natürlichen Zahlen. Ich denke mal, das ist der Grund dahinter, weiß es aber nicht genau. So, die Kantenmenge A für Bögen Arcs und Kantenmenge E für Kanten Edges. Viele halten sich an diese Konvention, wie ich sie hier auf dieser Folie aufführe. Aber wie gesagt, es gibt kleine Unterschiede. Viele machen keinen Unterschied, nennen Edge, ob zwischen gerichteten und ungerichteten Kanten und nennen alles einfach Edges und kürzen dann entsprechend alles, auch gerichtete Graphen, mit VE und nicht mit VA ab. Aber es erscheint mir sinnvoll, hier eine Unterscheidung in der Notation zu treffen zwischen gerichteten Kanten,
die ich dann eben Bögen nenne und ungerichteten Kanten, die ich dann eben Kanten nenne, wobei ich im Deutschen, also ich werde das, würde das, wenn ich, selbst wenn ich versuchen würde, immer bei gerichteten Kanten von Bögen zu sprechen, ich würde das nicht durchhalten. Ich werde also da auch im Deutschen von Kanten sprechen. So, also das sind Netzwerke. So verstehen wir prinzipiell Netzwerke hier in der AOD. Und so ungefähr werden Sie auch im weiteren Studium oder später, wenn Sie im Berufsleben oder sonst wo damit zu tun haben, werden Sie das genauso dann entsprechend wiedererkennen. So, das sind, darüber hatte ich ja schon gesprochen. Wir haben auf jeder Kante, wenn wir jetzt gezielt in Richtung Anwendungsfall Navi gehen, beste Verbindungen suchen, kürzeste Verbindungen suchen, kürzeste Wege im Netzwerk von einem Knoten zum anderen Knoten, dann werden wir da Kantenlängen haben. Und die Semantik dieser Kantenlängen ist uns vollkommen egal. Ob da jetzt Weglängen tatsächlich abgetragen sind, im Sinne in der Einheit Meter oder Kilometer oder so etwas, oder ob da jetzt geschätzte Fahrzeiten abgetragen sind in Sekunden oder Minuten oder was auch immer. Es wäre auch noch andere Sachen denkbar, beispielsweise geschätzter Benzinverbrauch. Benzin ist jetzt noch nicht so teuer, dass dieses Kriterium vielleicht im Navi interessant sein könnte. Aber vielleicht wird ja mal Benzin so teuer, dass die Leute sich nicht mehr für die geschätzte Fahrzeit interessieren, sondern für den geschätzten Benzinverbrauch auf ihrer Strecke, was ja nicht hundertprozentig zu denselben besten Verbindungen führt. Das könnte man auch hernehmen. Beispielsweise denken Sie an gebirgige Szenarien in den Alpen oder so, wo es natürlich einen Unterschied macht für den Benzinverbrauch. Ob Sie, jetzt war gerade der Gotthardtunnel in den Medien, ob Sie über den Gotthardpass oben rüberfahren oder ob Sie durch den Tunnel hindurchfahren, macht natürlich für den Benzinverbrauch einen großen Unterschied. Und das Verhältnis zwischen Benzinverbrauch und zurückgelegter Wegstrecke ist natürlich bergauf ein ganz anderes als bergab. So, das heißt also, wir werden jetzt immer von Längen sprechen, Kantenlängen, das ist das, was sich auch in der Literatur etabliert hat. Und was es genau bedeutet, was die Semantik genau ist, ob das jetzt wirkliche, echte, geografische Längen, topografische Längen sind oder ob es geschätzte Fahrzeiten, geschätzter Benzinverbrauch oder sonst irgendetwas ist, das ist uns im Weiteren egal. Was immer wir uns jetzt an Algorithmen anschauen, wird mit jeder Art von Semantik unterschiedslos fertig. Ich muss einfach nur bekommt einfach diese Zahlen und berechnet einfach die entsprechenden Ergebnisse. So. Uns interessieren natürlich, Stichwort Navi als Anwendungsfall, uns interessieren Wege von A nach B, beziehungsweise hier in dem Beispiel von S nach O. Was könnte das sein? Also nehmen wir mal an, Sie haben Ihr Auto am Kantplatz geparkt, da im schönen Parkverbot, ne? Und wollen, ich weiß nicht wohin, zum Vorplatz vom Frankfurt-Main Hauptbahnhof. Ja, in Ihrem Netzwerk, was im Navi gespeichert ist, in Ihrem Straßennetz, gäbe es mit Sicherheit einen Knoten oder vielleicht sogar mehrere Knoten für den Kantplatz. Das wäre einer dann davon, da wo Ihr Auto geparkt ist, wäre dann der Startpunkt, wo dann die Wegsuche startet, um einen Weg zu finden. Und wenn Sie zum Vorplatz vom Frankfurt-Main Hauptbahnhof kommen wollen, dann wird das Navi dafür, für diese Information, Vorplatz Hauptbahnhof, einen Knoten gespeichert haben, der sozusagen repräsentativ steht für Vorplatz Hauptbahnhof. Ich weiß nicht, vielleicht da dort die kleine Ausstiegsgelegenheit, die es ja da auch gibt oder was auch immer, und würde dann diesen Punkt als Endpunkt hernehmen. Also
das, was Sie eingeben, was Sie angeklickt haben, Vorplatz von Frankfurt-Main Hauptbahnhof auflösen zu einem entsprechenden dafür repräsentativ vorgesehenen Knotenpunkt und würde dann einen Weg berechnen von Cannplatz, von Cannplatz nach dahin. Und Sie sehen ja schon an diesem Beispiel, deshalb auch die Überschrift irgendein Pfad. Man redet da von Pfaden oder von Wegen. Ich kann nicht garantieren, dass ich das einheitlich jetzt hier im mündlichen Vortrag immer denselben Begriff verwenden werde. Sie sehen, man kann natürlich irgendeinen Pfad berechnen. Denken Sie daran, Sie haben ein umfassendes Straßennetz gespeichert von Europa, Asien und Afrika. Dann könnte natürlich der Pfad von Darmstadt-Cannplatz nach Frankfurt Hauptbahnhof natürlich auch über Kapstadt und über Singapur gehen. Wäre denkbar, ist aber natürlich nicht die Verbindung, die Sie von Ihrem Navi erwarten würden, wenn Sie so schnell wie möglich jetzt dahin wollen. Was Sie wollen, ist dementsprechend ein kürzester Pfad. Das heißt, Sie haben hier die Längen der einzelnen Kanten. Wie gesagt, was die Semantik dieser Kanten ist, ist vollkommen egal. Ist für uns egal, abstrahieren wir weg, ist auch für die Algorithmen egal. Sie wollen einen kürzesten Pfad finden, das heißt einen Pfad von dem Anfangsknoten zum Endknoten erst einmal. Das heißt also eine Kante, noch eine Kante, noch eine Kante und so weiter und so fort. Und die unter allen Pfaden, ja, es gibt ja potenziell sehr, sehr viele Pfade von Start zum Ziel. Ja, wenn Sie das Beispiel nochmal hernehmen, von Cannplatz hier in Darmstadt nach Frankfurt-Main und wenn ich Ihnen als Extrembeispiel genannt habe, ein Pfad, der über Kapstadt und über Singapur läuft, dann können Sie sich vorstellen, es gibt unüberschaubar viele Möglichkeiten prinzipiell von Cannplatz nach Hauptbahnhof Frankfurt zu kommen. Das heißt einfach durchzählen, durchlaufen, sich alle Verbindungen mal angucken und zu gucken, welche davon ist die kürzeste, das geht natürlich nicht. Algorithmen müssen da anders laufen. So, wie sieht das jetzt bei ungerichteten Graphen aus? Also Anwendungsfall etwa, Sie haben keine Einbahnstraßen in Ihrem Straßennetz, dann brauchen Sie keine gerichteten Kanten haben. Naja, das geht eigentlich mit einer ganz einfachen Transformation. Die Botschaft ist hier, wir brauchen uns um den ungerichteten Fall gar nicht extra zu kümmern, sondern führen den ungerichteten Fall zurück auf den gerichteten Fall. Wir haben hier eine ungerichtete Kante mit einer gewissen Länge L und ersetzen diese ungerichtete Kante durch zwei gerichtete Kanten mit derselben Länge L und dann haben wir genau das gerichtet modelliert, was wir eigentlich haben wollen, denn was wollen wir verstehen unter einem ungerichteten, in einem ungerichteten Graphen unter einem Pfad? Natürlich ein Pfad, wieder der von S nach O irgendwie läuft, das heißt, der tatsächlich jede Kante in einer der beiden möglichen Orientierungen durchläuft und das wird genau durch diese kleine Transformation 1:1 abgebildet. Wir müssen uns jetzt vom Anwendungsfall Navi vielleicht ein bisschen lösen. Es gibt auch viele Situationen, in denen es Kantenlängen gibt, die negativ sind. Das sind typischerweise Situationen, die nicht unmittelbar aus der Praxis in ein Netzwerk modelliert werden, sondern mittelbar. Das heißt also, wo man komplexere Sachen, beispielsweise in der Logistik, fallen mir da Beispiele ein, wo man dann komplexere Sachverhalte oder Teile eines komplexeren logistischen Problems als Netzwerke modelliert, wo dann teilweise auch negative Kantenlängen vorkommen können. Oder denken Sie an Strom. Macht das Sinn mit Stromnetzwerken? Nee, macht keinen Sinn. Vergessen Sie das wieder. Also wenn beim Navi fällt mir nur eine denkbare Möglichkeit ein, wo man auch negative
Werte bekommen könnte, also negative geschätzte Fahrzeiten, fällt mir kein Anwendungsfall ein. Negative Fahrtlängen fällt mir auch kein Anwendungsfall ein. Aber ein zugegeben etwas an den Haaren herbeigezogener Anwendungsfall, der nur zur Illustration dient, wäre, ich weiß nicht, ob Sie noch Fahrzeuge mit Schwungrädern kennen. Kennen Sie sowas? Ich meine jetzt nicht die kleinen Spielzeugautos, die das manchmal auch haben. Man schiebt die ein bisschen an und dann fahren die alleine, falls das in Ihrer Generation solche nicht IT-basierten Spielzeuge überhaupt noch eine Rolle gespielt haben. Sondern durchaus große Fahrzeuge, Busse, LKWs, die ein großes Schwungrad drin haben. Und wenn der Bus abbremst vor der Ampel oder vor der Haltestelle, dann geht ein Großteil der Bewegungsenergie in dem Abbremsvorgang in das Schwungrad hinein. Das heißt, das Schwungrad wird stärker, bewegt sich schneller. Und wenn das Fahrzeug anfährt oder weiterfährt, dann wird entsprechend ein Teil der Energie aus dem Schwungrad wieder herausgenommen. Genauso natürlich beim Bergauf- und beim Bergabfahren. Ich weiß nicht, ob es Elektrofahrräder gibt, die auch so ein Prinzip haben. Da könnte man das. Gibt es sowas? Elektroautos, ja. Also stimmt, Elektroautos haben. Oder Hybridautos, nicht? Hybridautos, das wäre eigentlich sogar das bessere Beispiel, dass in manchen Situationen der Energieverbrauch negativ ist, weil, denken Sie an Bergabfahren. Ja, eine große Passstraße mit 2000 Metern Höhenunterschied, dass sie dann doch einen nicht zu vernachlässigenden negativen Energieverbrauch haben. Das wäre ein Anwendungsbeispiel, wo man auch beim Navi potenziell negative Kantenlängen haben könnte. Und warum komme ich darauf zu sprechen? Ich komme darauf zu sprechen, weil also jetzt bei diesem Anwendungsfall mit Energierückgewinnung kann es natürlich keine negativen Zyklen geben. Ein negativer Zykel wäre ein Perpetuum mobile. Ja, dem möchten Sie immer nur den negativen Zykel durchlaufen und würden damit Energie erzeugen. Das gibt es wohl nicht. Aber in anderen Situationen kann das durchaus sein, dass Sie auch negative Zykel haben. Und in dem Fall gibt es erstmal ein semantisches Problem. Was bedeutet es, was ist dann ein kürzester Pfad vom Start zum Ziel? Weil wenn Sie hier langlaufen, ist das irgend so ein Pfad. Aber wenn Sie einmal durch den negativen Zykel durchlaufen und dann wieder weiterlaufen, ist es ein kürzerer Pfad. Und wenn Sie zweimal durch den negativen Zykel durchlaufen, nicht nur einmal, ist es ein noch kürzerer Pfad. Und wenn Sie tausendmal durchlaufen oder Millionenmal oder wie auch immer, wird der Pfad immer kürzer. Das heißt also, wenn Sie zulassen, dass Sie durch so einen negativen Zykel auch durchlaufen in Ihrem Pfad, dann gibt es keinen kürzesten Pfad in dem Sinne mehr. Zu jedem Pfad können Sie einen kürzeren finden, indem Sie noch einmal mehr durch den negativen Zykel durchlaufen. Jetzt könnte man sagen, okay, normalerweise wollen wir ja von A nach B kommen, ohne mehrfach beliebig häufig dadurch so einen Zykel zu durchlaufen. Wir wollen ja gar nicht durch Zykel durchlaufen, aber das Problem an der Sache ist, wenn wir jetzt den kürzesten Weg finden, wenn es negative Zykel gibt, wenn wir dann in Situationen, wo es die gibt, wenn wir dann einen kürzesten Pfad ohne Zykel suchen wollen, dann kommen wir in eine Thematik hinein, in eine sehr unangenehme Thematik, mit der wir uns gegen Ende des Semesters beschäftigen werden, nämlich dann wird das Problem, diese Problemstellung, der Fachbegriff lautet NP schwer. Und ich will vielleicht schon mal vorab hier ankündigen, was das pragmatisch heißt, dass eine algorithmische Problemstellung NP schwer ist. Pragmatisch heißt das, für jeden Algorithmus auf der Welt, für jeden Lösungsalgorithmus, den Sie sich vorstellen könnten, für jeden Algorithmus, der nur denkbar ist, für jeden Algorithmus, der in diesem Universum
überhaupt nur möglich ist, egal ob die Menschheit ihn gefunden hat oder nicht. Für jeden Algorithmus, der in so einer Situation von Start zu Ziel einen kürzesten Pfad finden kann, lassen sich Beispiele von sehr geringer Größe, 50 Knoten vielleicht, 100 Knoten vielleicht, von sehr geringer Größe finden, sodass dieser Algorithmus länger braucht mit der Berechnung, als das Universum noch dauern wird. Also Sie sehen, wir haben hier auf dieser Folie ein Problem. Wenn wir tatsächlich eine Situation haben, dass wir negative Zyklen in unserem Graphen haben bezüglich der Kantenlängen, dann können wir nicht hoffen, so wie wir das bisher gewöhnt sind, einen Lösungsalgorithmus zu finden, der einen wirklich kürzesten Pfad, also das, was wir eigentlich haben wollen, in angemessener Zeit, in angemessener CPU-Zeit finden wird. So. Worauf läuft das hinaus? Wir werden das häufigeren Mal mit dem Wert unendlich arbeiten. Natürlich nicht in echt, aber symbolisch mit dem Wert unendlich arbeiten, einfach deshalb, weil wir wollen ja minimieren. Wir wollen etwas minimieren. Wir wollen etwas Minimales herausbekommen. Wir wollen einen kürzesten Pfad, einen Pfad mit minimaler Gesamtlänge herausbekommen. Und plus unendlich ist das neutrale Element der Minimumsbildung. Das neutrale Element von Addition ist 0. 0 plus x gleich x. Ja? Sie können 0 so oft auf ein x drauf addieren, wie Sie wollen, es bleibt beim x. Das neutrale Element der gewöhnlichen Multiplikation ist 1. 1 mal x gleich x. Sie können 1 so oft drauf multiplizieren, wie Sie wollen, es bleibt bei derselben Zahl x. Genauso das neutrale Element der Minimumsbildung, das Minimum aus x und plus unendlich ist x. Und genauso bei Maximumsbildung, das Maximum aus minus unendlich und x ist x, das neutrale Element, genauso wie Sie es bei der Addition und bei der Multiplikation kennen. Wenn Sie zwei Pfadmengen haben, a und b, und Sie wollen wissen, was ist das Beste, was man in einer der beiden findet, die beste Pfadlänge finden Sie natürlich das Minimum entweder in A oder Sie finden es in B. Und das Minimum aus beiden ist das Beste, was Sie in A vereinigt B finden natürlich. Ja? Bei Minimumsbildung, machen Sie sich klar, reden wir über Mengenoperation. Es ist immer eine Mengenoperation. Das Minimum wird angewandt auf eine Menge und liefert eines der Elemente in dieser Menge zurück. So wie hier, es liefert eines in der Menge, die Minimumsbildung, der Operator Minimumsbildung liefert einen Wert aus A vereinigt B zurück. Nämlich entweder einen Wert aus A oder einen Wert aus B. So, und dann sehen Sie hier das neutrale Element. Das Minimum aus einer Menge M ist gleich das Minimum aus M vereinigt leere Menge, ist gleich Minimum aus M oder leerer Menge. Das Minimum der leeren Menge ist plus unendlich. Passt alles zusammen. So soll das ja auch rauskommen. Das Minimum vom M soll das Minimum aus M und dem Wert unendlich sein. Ja, also Sie werden sich daran ein bisschen gewöhnen. Keine Sorge, das wird, denke ich, dann sehr leicht sein, sich daran zu gewöhnen. Also das ist ein Punkt, wo sich, glaube ich, bisher alle Studierenden schnell daran gewöhnt haben, dass wir da mit unendlich rechnen. Aber was heißt unendlich ganz konkret? Wenn Sie mit ganzen Zahlen rechnen, wenn Sie Ihre Längen ganzzahlig modellieren in einem Datentyp int, also in dem Datentyp int, das macht durchaus Sinn, denken Sie ans Navi. Natürlich, ich weiß nicht genau, wie die Granularität ist, aber ich denke, man würde eine Granularität von 10 Meter oder so etwas vorgeben und alle Werte, alle Längen von Kanten wären dann ganzzahlige Vielfache von 10 Metern.
sodass also ein Kilometer etwa modelliert wird durch die Int-Zahl 100 zum Beispiel. Also es macht durchaus Sinn, in vielen Anwendungen mit ganzen Zahlen zu rechnen. Und da gibt es einen Wert Max-Value von der Klasse Integer, was die größte Zahl angibt, die möglich ist mit im Datentyp Int. Größer natürlich als alles, wenn Sie sich vorstellen, selbst wenn Sie ein Straßennetz haben, das Europa, Asien, Afrika umfasst und auf 10 Meter Granularität genau. Das heißt also, ein Kilometer wäre die Größe 100, die Zahl 100 im Datentyp Int. 1000 Kilometer wären dann 100.000. 10.000 Kilometer wären 100 Millionen. Also selbst wenn Sie mit Weglängen von 10.000 Kilometern operieren müssten, wäre das immer noch weit weg von diesem Wert Max-Value, der ungefähr bei 2,4 Milliarden ist. Das heißt also, Sie müssen natürlich darauf achten, dass der Datentyp, in dem Sie herumrechnen, groß genug ist für die Zahlen, mit denen Sie umgehen müssen. Und wenn das der Fall ist, dann können Sie eben die größte Zahl, die vorkommt, als unendlich hernehmen. Sie müssen dann natürlich aufpassen, Sie dürfen dann nicht einfach sowas wie unendlich plus unendlich oder sowas addieren, dann würden Sie natürlich einen Überlauf kriegen. Im Datentyp Double ist es ein bisschen komfortabler. Das ist, und zwar sollte ich dazu sagen, das gilt nicht nur für Java. Was Sie hier oben sehen, dass es da einen eigenen Wert gibt, eine eigene Konstante mit positiv unendlich, sondern das gilt für alle Zahldarstellungen von reellen Zahlen nach einem gewissen Standard, der den Namen IEEE 754 hat. Und in Java ist es halt so, dass reelle Zahlen, Datentyp Float und Datentyp Double, diesen Standard der Gesellschaft IEEE, IEEE im Englischen ausgesprochen, also I dreimal E, internationale, US-basierte Gesellschaft für Elektronik und so weiter und so fort, Fachgesellschaft, die unter anderem neben vielen anderen Aktivitäten eben auch Standards definiert. So, damit haben wir also auch unendliche Längen, soweit vorbereitet. Noch eine kleine Vorbereitung, bevor wir dann endlich zu unserem wichtigsten Algorithmus kommen werden. So, wenn wir kürzeste Wege berechnen wollen, was brauchen wir denn als Eingaben? Wir brauchen das Netzwerk, in dem wir den Weg berechnen wollen. Das ist dieser erste Punkt hier, einen gerichteten Graph. Wir haben eben gesehen, dass wir ohne Einschränkung uns auf gerichtete Graphen konzentrieren können, weil wir jeden ungerichteten Graphen mit der passenden Semantik einfach in einen gerichteten Graphen transformieren können. Wir brauchen eine Länge für jede Kante, denn die Länge des Gesamtweges muss ja die Länge der Einzelwege sein. Vielleicht hier nur ein ganz kurzer Exkurs. Ich habe jetzt die ganze Zeit von Straßennetzen gesprochen, aber natürlich kann man das auch übertragen, diese Logik, beispielsweise auf öffentlichen Personenverkehr, ja, Bahn, Bus und so weiter. S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn, was es da so alles gibt. Das wird auch genau so gemacht. Also nicht nur im Navi werden Varianten von dem Algorithmus verwendet, den ich gleich einführen werde, sondern auch in Fahrplanauskunft werden Varianten davon verwendet. Allerdings mit einer etwas komplizierteren Situation. Wenn Sie nur die Fahrzeit interessiert, sind wir in einer ähnlichen Situation. Ja?
Die Gesamtfahrzeit einer Verbindung, wenn Sie mit der Bahn fahren wollen, beispielsweise von Darmstadt Hauptbahnhof nach, naja, mit der S-Bahn beispielsweise nach Frankfurt-Main-Hauptbahnhof oder so etwas, naja, für jede, also genauer gesagt, nicht die realen Fahrzeiten erst einmal, sondern die Sollfahrzeiten laut Fahrplan, naja, für jeden Weg, den die S-Bahn nimmt, von einem Halt zum nächsten, gibt es entsprechend nach Fahrplan eine Zeitdauer. Es gibt eine gewisse Aufenthaltsdauer der S-Bahn an diesem Bahnhof, typischerweise nur eine Minute oder so. Aber wenn Sie Umstiege drin haben, dann müssen Sie noch die Umstiegszeiten, die Wartezeit natürlich mit berücksichtigen, wie lange es braucht von dem einen Ausstieg zum anderen Einstieg. Aber das lässt sich natürlich alles durchaus mit solchen Kanten, mit so einem Netzwerk realisieren, wo Sie eine Kante haben für jede Zugbewegung von einem Halt zum nächsten Halt oder für jede Busbewegung von einer Bushaltestelle zur nächsten Bushaltestelle. Und bei Umstiegen müssen Sie dann entsprechend die Wartedauer hinzunehmen. Wenn Sie hingegen der Fahrpreis interessiert, dann wird es schon sehr viel kniffliger. Dann sprengen wir dieses Modell, das wir hier haben. Dann reicht es nicht mehr zu sagen, es ist nicht so, dass der Gesamtfahrpreis die Summe aus den Einzelfahrpreisen ist für jede einzelne Bewegung oder so etwas. Denken Sie an einfache Beispiele wie IC-Zuschlag. Ja? Den IC-Zuschlag müssen Sie zahlen, wenn Sie auch nur einmal einen IC nehmen. Und wenn Sie kein einziges Mal einen IC nehmen, müssen Sie den IC-Zuschlag nicht zahlen. Und egal wie viele ICs Sie nehmen, wie lange Sie darin sind und wie oft Sie von einem IC in den anderen umsteigen, Sie müssen nur ein einziges Mal den IC-Zuschlag zahlen. Sie können das gerne mal ausprobieren, versuchen zu Hause diese Sache mit dem IC-Zuschlag hier hineinzubringen, in dieses Modell zu bringen. Es wird Ihnen mit Sicherheit nicht gelingen. Falls Sie solche Dinge mehr interessieren, ich biete im Sommersemester jetzt also gerade eine Vorlesung algorithmische Modellierung an, wo es genau um solche Modellierungsprobleme geht, was man tun kann, wenn es alles nicht so einfach ist. Nicht so einfach wie etwa beim Navi. So, und Sie brauchen diese Länge und Sie brauchen Informationen zu Start- und Zielknoten. Vielleicht noch ein Punkt dazu. In meiner Arbeitsgruppe gibt es seit über 20 Jahren eine Kooperation mit der Deutschen Bahn genau zu solchen Themen wie Fahrplanauskunft, verlässliche Fahrplanauskunft, sichere Verbindungen, die mit großer Wahrscheinlichkeit auch bei Verspätungen nicht kaputt gehen, wo sie alle Umstiege kriegen und selbst wenn sie den Umstieg nicht kriegen, dass sie dann immer noch rechtzeitig ankommen, wo sie eigentlich hinwollen und so weiter und so fort. Und da benutzen wir natürlich genau auch als Variationen von dem Algorithmus, den ich Ihnen gleich vorstellen werde. So, hier habe ich das bewusst etwas unscharf formuliert, Informationen zu Start- und oder Zielknoten, je nach Problemvariante, denn wir gehen jetzt die Problemvarianten einfach durch, die potenziell interessant sind. Das ist so der Standardfall, den Sie selbst im täglichen Leben bei Navi oder Fahrplanauskunft oder Ähnlichem kennen. Eins, es hat sich eingebürgert, von Source und Target zu sprechen, von Quelle und Ziel. Sicher, also gut, bei Verbindungen zu suchen im Navi macht das Wort Quelle natürlich keinen Sinn, aber es hat sich in der Literatur generell eingebürgert, weil es viele Anwendungsfälle gibt. Denken Sie an Pipeline-Systeme oder irgendeine andere Art von Rohrsystemen, wo Flüssigkeiten oder Gase durch ein Netzwerk hindurch transportiert werden. Und da, wo diese Flüssigkeiten oder Gase eingespeist werden, das ist eben eine Quelle bzw. Source. Hat sich so eingebürgert, werde ich dann auch so verwenden. Das ist das, was Sie kennen. Sie wollen einen kürzesten Pfad von Start- zu Zielknoten. Das, was man eigentlich sich normal vorstellen würde. Eine weitere Variante, die allein nur deshalb interessant ist, weil sie die Basis für Single Source, Single Target ist,
Sie haben nur einen Startknoten und Sie wollen einen kürzesten Pfad vom Startknoten zu jedem anderen Knoten finden. Also nicht nur von A nach B, sondern von A nach überall hin. Der Grund dafür, das werden wir dann sehen, ist, die typischerweise interessierende Problemstellung lässt sich am besten mit Algorithmen lösen, die diese Problemstellung lösen, natürlich dann auch rechtzeitig aufhören müssen. Ja, wenn ich von Darmstadt-Kantplatz nach Frankfurt-Main-Hauptbahnhof eine kürzeste Verbindung suchen will, dann soll natürlich der Algorithmus fertig sein, wenn er Frankfurt-Main-Hauptbahnhof gefunden hat und dafür die kürzeste Verbindung von Darmstadt-Kantplatz aus. Aber der Algorithmus soll nicht bis Singapur und bis Kapstadt durchrechnen, bis er dann irgendwann sagt, aha, die kürzeste Verbindung von Kantplatz nach Hauptbahnhof Frankfurt ist die und die. So, All Pairs werden wir auch betrachten. Alle Paare von kürzesten Wegen. Wir haben neben dem Graphen und den Längen keine weiteren Eingaben, keine Angaben dazu von wo nach wo, weil wir nämlich von überall nach überall einen kürzesten Pfad suchen wollen. So, wie die Ausgabe kodieren. Manchmal reicht es, dass wir eigentlich nur die Distanz wissen, ja, dass wir uns nur interessiert, wie lange dauert es denn, wenn ich jetzt losfahren würde, wie lange dauert es denn von da, wo ich jetzt bin, zu dem Ziel zu kommen? Lohnt es sich dahin zu fahren oder lohnt es sich nicht dahin zu fahren? Wir wollen eigentlich einen kürzesten Pfad haben, aber wenn Sie sich so gerade diese Fälle angucken, die ich eben genannt habe, beispielsweise, gehen wir mal zurück, hier nur Startknoten als Eingabe und gesucht ist ein kürzester Pfad vom Startknoten zu jedem Knoten, naja, das wird eine ganze Menge kürzester Pfade werden, die wir da zu speichern hätten. Wenn Sie sich vorstellen, zu jedem Knoten ein kürzester Pfad, das heißt, ein und dieselben Kanten würden immer wieder in allen möglichen verschiedenen Pfaden, ja, denken Sie hier an den Wendehammer am Herrengarten hier vom Kantplatz, auf dem Weg zwischen hier und dem Pilotigebäude. Das wäre auch ein Knoten, von dem Sie aus vielleicht starten wollen, wenn Sie da im Halteverbot geparkt haben und von da aus losfahren wollen. Und in jedem kürzesten Pfad, egal wohin, egal ob nach Kapstadt, nach Singapur oder nur nach Frankfurt-Main-Hauptbahnhof, wäre diese Kante erst einmal drin. In fast allen Verbindungen irgendwohin in die weite Welt wäre dann die Richtung zum Alexanderplatz, was ist da, Magdalenenstraße, wäre dann drin, weil man ja fast überall hin am besten darüber kommt und so weiter und so fort. Das heißt, wir hätten eine ganze Menge Redundanz drin. Wenn wir hier wirklich abspeichern wollten für jeden Knoten, den vom Startknoten zu diesem Knoten den kürzesten Pfad, dann hätten wir unheimlich viel zu speichern und entsprechend auch zu verwalten. Ja, also die Sachen müssen dann ja auch alle erst berechnet werden, redundant, und das kostet natürlich eine entsprechende Menge Laufzeit auch. Und hier ist es natürlich noch schlimmer. Wir einen kürzesten Pfad von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten ist natürlich entsprechend noch mehr an redundanter Information zu generieren und zu speichern, was unnötig Speicherplatz und vor allem Laufzeit kostet. Deshalb, wenn wir nicht nur die Distanz haben wollen in der Ausgabe, sondern tatsächlich auch uns für den Pfad selber interessieren, dann gibt es da eine einfache Kompromissmöglichkeit, die wir hier immer in Gedanken mitschleppen, beziehungsweise an der einen oder anderen Stelle werde ich das nochmal erwähnen. Wir speichern an jedem Knoten einfach nur die letzte Kante eines kürzesten Pfades in diesen Knoten hinein. Mehr nicht. Nicht den gesamten Pfad bis dahin, den gesamten kürzesten Pfad, sondern nur die letzte Kante eines kürzesten Pfades, weil, das werden wir gleich sehen, weil wir einen kürzesten Pfad auf die Art und Weise rekonstruieren können. Also sehen Sie sich das hier an. Wir wollen einen kürzesten Pfad von S, das ist immer unser Startknoten oder unsere Source, unsere Quelle. Wir haben kürzeste Pfade überall hin berechnet
Und wir merken uns an jedem Knoten nur die letzte Kante des kürzesten Pfades. Wir merken uns an diesem Knoten K, für den wollen wir jetzt einen kürzesten Pfad von S nach K rekonstruieren, nachdem wir den Algorithmus für kürzeste Pfadeberechnung haben laufen lassen und der für jeden Knoten die letzte Kante des kürzesten Pfades abgelegt hat. Hier bei diesem Knoten K ist die Information abgelegt, das hier ist die letzte Kante eines kürzesten Pfades in diesen Knoten K hinein. Also wissen wir, der vorletzte Knoten durch diese Kante hier, der vorletzte Knoten ist dieser Knoten G. Bei G können wir wieder dasselbe Spielchen spielen. Bei G ist abgelegt, das ist die Kante eines kürzesten Pfades in G hinein. Ist natürlich dieselbe Kante wie die vorletzte Kante eines kürzesten Pfades in K hinein. Bei H können wir dasselbe Spielchen machen. Das ist die kürzeste Kante nach H hinein. Also wissen wir, C ist der letzte, vorletzte, drittletzte, der viertletzte Knoten auf dem kürzesten Pfad von S nach K. Bei C ist es die Kante, die wir einfach bei C ablesen können. Dann ist es dieser Knoten und bei A ist es diese Kante und wir haben S erreicht. Wir können die Rekonstruktion rückwärts entsprechend beenden. Ja, wenn wir die Algorithmen werden ohne große Umstände in der Lage sein, bei jedem Knoten immer abzulegen, nicht nur die Distanz, wie weit weg dieser Knoten vom Startknoten ist, sondern auch zusätzlich, welches die letzte Kante ist auf einem kürzesten Pfad vom Startknoten zu diesem Knoten. Und was ich jetzt hier eben in dieser Folge von Folien gesehen haben, hiermit beginnend, ist, wir können uns auf Basis dieser Informationen rückwärts durchhangeln. Das ist jetzt dieser Knoten, bei dem gucken wir nach, aha, es ist diese Kante und so weiter und so fort. Abbruchbedingung ist, dass wir am Startknoten angekommen sind. Natürlich kommen wir irgendwann am Startknoten an. So, diese letzte Kante eines Knotens, die muss ja irgendwie initialisiert werden, ja, bevor wir einen Algorithmus eigentlich laufen lassen, der uns die echten Distanzen und die echten letzten Kanten auf kürzesten Pfaden hier für jeden Knoten berechnet, müssen wir die erstmal initialisieren. Und die werden ganz einfach initialisiert. Für jeden Knoten, der direkt vom Startknoten aus erreichbar ist, nehmen wir den Knoten B hier, nehmen wir die Kantenlänge von S nach B und tragen die ab. Das ist nicht unbedingt am Ende die Kante, die Pfad ist. Denn schauen Sie sich das Beispiel an hier. Wir haben hier von S nach B auch einen Pfad, geht das jetzt auf? 8, 12, ja genau. 8 plus 4 plus 3 plus 2 ist 9, was ist das? 12, 15, 17. Das heißt also, diese direkte Verbindung von S nach B mit Länge 20 ist nicht der kürzeste Pfad von S nach B, sondern hier hintenrum gibt es einen kürzeren Pfad gemäß Kantenlängen. Das heißt, wir werden am Ende, als letzte reingehende Kante nach B diese Kante hier haben, aber die Initialisierung, bevor der Algorithmus losläuft, wird mit dieser Kante sein. Und deren Länge werden wir hier abtragen, das ist die Länge 20. Für alle anderen, für alle Knoten, die nicht unmittelbar über eine einzelne Kante erreichbar sind, also die erreichbar sind über eine Kante, sind hier L nochmal, Länge 45. Für alle anderen lassen wir die letzte Kante, die hineinzeigt, leer. Also das ist dann in Java etwa 0 anstelle eines Verweises auf dieses Kantenobjekt. Und jedes Mal, wenn wir eine bessere Möglichkeit gefunden haben,
Das sehen Sie hier, warten Sie mal ganz kurz. Ja, genau, da sehen Sie hier, jedes Mal, wenn wir eine bessere Möglichkeit finden, werden wir die letzte Kante mit aktualisieren. Wir haben zum Beispiel jetzt, wir sind jetzt mittendrin in so einem Algorithmus, der kürzeste Wege berechnet. Und der momentane Schnappschuss zwischen zwei Iterationen ist so, dass die letzte Kante aktuell, die nach O rein zeigt, die da ist, die letzte Kante, die nach J rein zeigt, ist die da, die letzte Kante, die nach P rein zeigt, ist die da und so weiter und so fort. So, und jetzt stellt der Algorithmus fest, es geht schneller hier oben rum. Ja, hier unten rum hat er das erst rausgekriegt und jetzt stellt er fest, es geht schneller hier oben rum. Und Sie sehen, schauen Sie sich diese Kante an, die jetzt noch grün ist, und schauen Sie sich die Kante an. Das Ergebnis ist, die letzte Kante ist nicht mehr die hier, die letzte Kante, die nach O rein zeigt, wird überschrieben mit einem Verweis auf diese Kante. Das heißt also, jedes Mal, wenn wir für einen Knoten eine verbessernde Möglichkeit finden, über eine andere letzte Kante als die, die wir momentan dafür gespeichert haben, überschreiben wir diese letzte Kante einfach durch die neue Kante. Den Verweis auf diese Kante, auf dieses Kantenobjekt, ersetzt durch einen Verweis auf dieses Kantenobjekt. So, das lassen wir es mal an dieser Stelle. Da können wir nochmal drauf zurückkommen später. Jetzt kommen wir endlich zum Algorithmus selber. So, Sie sehen, es ist ein ewig alles ein Beispiel. Dieser Algorithmus, der Algorithmus von Dijkstra, das ist ein niederländischer Wissenschaftler, der schon in den 50er, 60er, 70er Jahren gearbeitet hat, diesen Algorithmus entwickelt hat, ich denke, zweite Hälfte der 50er Jahre, wenn ich mich recht entsinne, weiß nicht ganz genau, wann das war. Dieser Algorithmus berechnet vom Startknoten zu allen anderen Knoten einen kürzesten Pfad. Und dieser Algorithmus ist der, der in Varianten, in Variationen, in jedem Navi der Welt und in jedem vernünftigen Fahrplanauskunftssystem der Welt implementiert ist. Also keine Spielerei, sondern das, was man in den meisten Anwendungsfällen, in den Anwendungsfällen, mit denen Sie im täglichen Leben zu tun bekommen könnten, typischerweise tut. So. Was Sie hier sehen Sie das Netzwerk. Die Farbgebung ist nicht zufällig. Wir haben hier rote Knoten, also auf dem Beamer sind die nicht so richtig rot, aber auf dem Bildschirm sind sie schon ein bisschen mehr rot und wir haben grüne Knoten. Ja? Wir werden die ganze Zeit grüne und rote Knoten haben. Am Anfang ist nur der Startknoten grün, am Ende, wenn der Algorithmus fertig ist, sind alle Knoten grün und kein Knoten ist mehr rot. Grün sind die Knoten, für die die kürzeste Weglänge schon fertig berechnet ist und Ende und Aus mit diesem Knoten, wo dieser Knoten nicht mehr angefasst werden muss, wo man seine Weglänge und die letzte reingehende Kante nicht mehr ändern muss. Rote Knoten sind die, bei denen das noch nicht der Fall ist. Die also noch prozessiert werden müssen, wo wir noch nicht sagen können, das und das ist tatsächlich die kürzeste Weglänge von S zu diesem Knoten. So, was sehen Sie hier? Hier sehen Sie etwas wieder, was wir vor kurzem erst behandelt haben. Letztes Mal, beim letzten Termin haben wir behandelt. Bounded Priority Queue, deshalb abgekürzt mit Q, eine beschränkte Warteschlange. Sie haben eine raffinierte Implementation davon hier beim letzten Mal gesehen, die sogenannten HEAPs, H-E-A-P. Diese beschränkte Warteschlange könnte als HEAP implementiert sein, aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, beschränkte Warteschlangen zu implementieren. Es gibt sehr primitive Möglichkeiten, dass Sie das Ganze einfach in eine große Liste packen und jedes Mal, wenn Sie das Minimum suchen, einfach die Liste durchgehen.
hat natürlich den entsprechenden Konsequenzen für die Gesamtlaufzeit, für die asymptotische Komplexität und für die reale CPU-Laufzeit entsprechend auch. Es gibt für konkrete Situationen bessere Möglichkeiten, für spezifische Situationen bessere Möglichkeiten als die Datenstruktur Heap, die wir beim letzten Mal kennengelernt haben. Aber die Datenstruktur Heap ist hier typischerweise auf jeden Fall eine gute Wahl. Und es gibt viele Anwendungssituationen, in denen diese Datenstruktur die bestmögliche Wahl ist. So, was haben wir jetzt hier drin? Hier rechts sind die Schlüsselwerte drin und links sind die zugehörigen Informationen. Das hatte ich mehrfach beim letzten Mal gesagt, als wir uns mit Heaps befasst hatten. Da haben wir auf den Folien nur die Schlüsselwerte gesehen. Diese ganzen Zahlenwerte, diese ganzen Zahlen, diese Prioritätswerte. Ich habe aber mehrfach dazu gesagt, diese Prioritätswerte sind natürlich verbunden mit irgendwelchen Objekten, für die das die Prioritätswerte sind. Also jedes Objekt hat einen Prioritätswert. Ich hatte es auf den Folien nicht drauf, weil das für die Betrachtung von Heaps irrelevant war. Hier wird es jetzt relevant. Wir haben hier zum Beispiel einen Heap und Sie werden verstehen, dass ich hier nicht die Heap-Struktur hinmale, sondern das sozusagen als eine Art von Blackbox hersehe. Das ist der Inhalt der Prioritätswarteschlange und wie der intern organisiert ist, ob in Form eines Heaps oder völlig anders, ist vollkommen egal. Nach außen hin, wenn Sie so wollen, in der Public-Sicht der Warteschlangenklasse, ist das Bild, nämlich wir haben eine ganze Menge von Objekten mit zugehörigen Prioritätswerten und wir haben die Zugriffsmethoden, die wir beim letzten Mal kennengelernt haben, das Minimum herausnehmen, neue Elemente einfügen und Schlüsselwerte vermindern. Und genau diese Methoden werden wir hier brauchen. So, was haben wir alles? Also das Einfügen von Schlüsselwerten mit zugehörigen Objekten, das passiert bei diesem Algorithmus ganz zu Anfang. Alle Knoten, die am Anfang rot sind, also alle außer dem Startknoten, werden mit Prioritätswerten, mit Schlüsselwerten eingespeichert in die Prioritätswarteschlange. Also Sie sehen hier, alle Knoten außer S sind hier drin. Irgendwie intern organisiert, zum Beispiel als Heap, interessiert uns nicht. Was sind die zugehörigen Schlüsselwerte? Das sind für die, das genau das, was ich eben auch schon hatte, für jeden Knoten, der unmittelbar erreichbar ist von S aus, so wie das B, unmittelbar über eine einzige Kante erreichbar ist, für jeden dieser Knoten ist es die Kantenlänge. Hier, das B ist erreichbar über Kantenlänge 20, L ist erreichbar über Kantenlänge 45, G ist erreichbar über Kantenlänge 30, A ist erreichbar über Kantenlänge 8. Und für alle anderen Werte, für alle anderen Knoten, die nicht unmittelbar über eine Kante erreichbar sind, setzen wir als Wert plus unendlich. Das sind Distanzwerte, nicht? Das sind die Distanzen, die man hier über diese Kanten her unmittelbar erreichen kann. Wobei wir schon gesehen haben beim Beispiel B, das sind nicht die kürzesten Distanzen. Im Laufe des Algorithmus muss der Algorithmus natürlich irgendwann auch mal diesen Pfad finden und feststellen, der ist kürzer als dieser initiale Wert 20. Aber es ist erstmal ein Distanzwert. Und auch dieses Plus Unendlich ist ein Distanzwert, nämlich am Anfang, wenn wir nichts anderes gesehen haben, wenn der Algorithmus nichts anderes gesehen hat als den Startknoten und die aus diesem Startknoten herausgehenden Kanten, in dem Moment, wenn der Algorithmus sich ansonsten noch nichts angeschaut hat vom Netzwerk, in dem Moment gibt es da bisher eine leere Pfadmenge. Also zu M zum Beispiel steht hier unendlich. Die beste Möglichkeit über eine leere Pfadmenge. Wir haben bis jetzt noch keine Pfadmenge, noch keinen Pfad gefunden, noch keinen Kandidaten für einen Pfad, weil wir ja noch gar nicht von S aus bis dahin geschaut haben, initial.
So, nach 0 Iteration, also vor der ersten Iteration, sieht das Bild so aus. S ist grün, alle anderen Knoten sind rot und es wird immer sein, Invariante, es wird immer sein, dass die roten Knoten hier in der Queue drin sind. Diese Färbung grün und rot, macht Sinn, das mit einem Boolschen Flag mitzuhalten, weil wir später wissen wollen, welche der Knoten wir tatsächlich noch prozessieren müssen und welche fertig prozessiert sind. So, wie sieht das jetzt nach einer Iteration aus? Was ist jetzt passiert? Gehen wir nochmal zurück nach 0 Iterationen. Hier, das ist eine Warteschlange. Das genau so, wie wir das beim letzten Mal gesehen haben. Was uns interessiert, ist immer das Minimum. Da, wo der kleinste Wert ist, das ist in diesem Fall das A, weil alle endlichen Werte größer sind und der Wert unendlich natürlich auch. Hier ist das Minimum. Wir wenden jetzt die Methode Extract-Minimum an, die wir beim letzten Mal kennengelernt haben. Und dieser Knoten wird jetzt ein grüner Knoten. Wir behaupten jetzt, ist erstmal nur eine Behauptung, wir behaupten jetzt, dass wir mit diesem Knoten fertig sind, dass es uns nicht passieren kann, dass wir irgendwo anders über irgendeinen Weg hintenrum einen besseren Weg finden von S nach A als diesen jetzt mit der Kernlänge mit der Kernlänge 8. Ja? Bei B können wir uns da natürlich noch nicht sicher sein. Im Gegenteil, wir wissen, dass es da eine bessere Möglichkeit gibt. Aber nach A kann man sich auch überlegen, warum das so sein muss. Jeder andere Weg müsste erstmal eine erste Kante haben, von der Länge 20 oder von der Länge 30 oder von der Länge 45. Und allein damit schon, solange es keine Kanten negativer Länge gibt, allein damit schon ist es völlig unmöglich, einen besseren Weg nach A zu finden, weil jeder Weg, der hier lang geht, hat schon Mindestlänge 20, jeder Weg, der hier lang geht, hat Mindestlänge 30 und jeder Weg, der hier lang geht, hat Mindestlänge 45. Und da haben wir schon die Voraussetzung, die dieser Algorithmus braucht. Dieser Algorithmus wird nicht funktionieren, wenn es negative Kantenlängen gibt. Dieser Algorithmus funktioniert nur, wenn die Kantenlängen nicht negativ sind. Also eine Kantenlänge 0 können wir uns erlauben, eine Kantenlänge minus 1 entspricht nicht mehr der Voraussetzung. Dann können wir nämlich argumentieren, wir können uns sicher sein, dass das die beste Möglichkeit ist, weil überall woanders kann es nur schlechter werden. Weil wenn es negative Kantenlängen gäbe, dann könnte es ja durchaus sein, stellen Sie sich vor, Sie haben hier Länge 20 und hier hätten Sie Länge minus 13, ja? Länge 20, Länge minus 13, dann wäre die Gesamtlänge von S über B nach A 7 und das wäre kürzer als 8. Aber da es keine negativen Kanten gibt, kann es nur insgesamt jeder Weg, der hier lang geht, hintenrum geht, muss mindestens Länge 20 haben. So, eine Iteration gesehen heißt eigentlich alle Iterationen gesehen. Wir werden uns aber trotzdem alle Iterationen anschauen. Jetzt die nächste Iteration. Jetzt auch hier gucken wir uns jetzt wieder an, wie diese Werte sind. Und jetzt schauen Sie, es hat sich was verändert. Das C hat vorher Länge unendlich gehabt, weil nach der Initialisierung gab es keine Möglichkeit, irgendwie C haben wir uns noch nicht angeschaut. Aber jetzt haben wir uns A, jetzt sind wir zu A gekommen und jetzt gucken wir nach C. Jetzt können wir nach C gucken. Jetzt haben wir einen Kandidaten gefunden für einen Pfad von S nach C über A mit der Gesamtlänge 12. Und diese Gesamtlänge 12 tragen wir jetzt hier ab. Jetzt haben wir diese Methode Decrease Key angewandt, mit dem wir uns das letzte Mal so herumgeärgert haben. Ja, von unendlich hier bei C runter auf 12, weil wir jetzt hier bis C geschaut haben. Jetzt machen wir dasselbe wieder, Extract Minimum. Also ich hatte gesagt, am Anfang fügen wir alle Knoten, die rot sind, alle Knoten außer dem Startknoten ein. Was ich noch nicht gesagt habe, ist, wir fügen nie wieder einen Knoten ein. Ja, am Anfang bei der Initialisierung wird Methode Insert aufgerufen, danach nur noch Extract Min und Decrease Key.
Und genau das machen wir jetzt hier. Wir nehmen uns jetzt das Minimum vor. Das ist jetzt schon die C, der Knoten C. Und behaupten auch hier wieder, diesen Knoten C können wir grün machen. Den können wir grün färben. Der ist beendet. Wir sind uns sicher, dass wir den kürzesten Weg gefunden haben. So, und jetzt gucken Sie uns, also wir werden es nochmal dann gegen Ende dieses Themas formal beweisen, also was heißt formal, schon anschaulich beweisen, aber schon systematischer beweisen, warum wir uns da immer sicher sein können in dieser Situation. So, jetzt gucken Sie sich an, was hier passiert ist mit diversen anderen Knoten hier. F, E und H und G sind interessant. Bei F hatten wir vorher unendlich. Und jetzt haben wir hier einen endlichen Wert, nämlich diese 12 plus 3, 15. Bei F, das war F, bei E haben wir entsprechend ähnliche Situationen, diese 12 plus 1. Wir haben einen Kandidaten, einen ersten Kandidaten gefunden für den Knoten E eines möglichen kürzesten Pfades. Für H dasselbe. H war vorher auch unendlich, ist jetzt 14 geworden. Gehen wir nochmal zurück zur Situation nach einer Iteration, wo C noch nicht grün gefärbt war. G hatte vorher den Wert 30. Hier die beste Möglichkeit, die wir bis dahin gesehen haben. Und jetzt können wir von C aus eine Möglichkeit sehen, nach G, die kürzer ist, nämlich nur noch Länge 18. Und Sie sehen jetzt hier das allgemeine Prinzip dahinter. Ein endlicher Wert haben die roten Knoten, die wir von grünen Knoten aus unmittelbar über eine Kante sehen können. Das war ganz am Anfang. Gehen wir nochmal zurück nach Null-Iteration, vor der ersten Iteration. Welche Knoten können wir von der Menge der grünen Knoten aus sehen? Die Menge der grünen Knoten hat jetzt ein Element, S. Wir können die B sehen mit der Länge 20, wir können A sehen mit der Länge 8, wir können G sehen mit der Länge 30, wir können L sehen mit der Länge 45. Gucken wir uns die Situation an, bis wir da gekommen sind. Wir können jetzt neben dazu setzen, wir können jetzt G mit einer kürzeren Länge sehen, nämlich hier hinten rum, über A und C nach G. Wir können erstmals auch H und E und F sehen mit entsprechenden Längen. Ja? Ich kann es auch andersrum formulieren. So werden wir es dann später auch formulieren. So ist sinnvollerweise dann das ist auch ein Teil der Invariante. Die Länge, der Wert, den wir hier drin haben, der Wert, der wir hier drin gespeichert haben, ist eine kürzeste Pfadlänge, die Länge eines kürzesten Pfades, der zu diesem Knoten nur über grüne Zwischenknoten geht. Hier nach K gibt es in diesem Schnappschuss immer noch keinen Pfad, der nur über grüne Zwischenknoten geht. Ja? Jeder Pfad von S nach K muss mindestens einen roten Knoten noch einen roten Zwischenknoten durchlaufen. G oder sogar H und G oder hier L. Nee, da kommt er gar nicht hin. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Hier J muss entweder hier über B, D und so weiter gehen oder hier unten rum gehen, um nach J zu kommen. Deshalb steht hier weiterhin unendlich. Es ist die Menge aller Pfade, die nur grüne Zwischenknoten enthält, ist leer. Also ist das Minimum, die kürzeste Pfadlänge, unendlich. Genau nach der Logik, die wir vorhin eingeführt haben. Das Minimum über eine leere Menge ist bloß unendlich. Aber für die anderen Knoten, für gewisse andere Knoten, G, H, E, F, haben wir jetzt sogar teilweise verschiedene Kandidaten gesehen. Hier für G haben wir einen Kandidaten direkt gesehen und einen Kandidaten indirekt. Und der kürzere von den beiden, der indirekte Kandidat, das Minimum von den beiden, das steht hier drin. Das ist die Invariante. Das ist ein Teil der Invariante. Wir haben zwei Teile der Invariante jetzt gesehen. Der eine ist, dass die roten Knoten, also erst einmal generell, es gibt eine Zerlegung der Knoten in rote und grüne Knoten. Der Startknoten gehört immer, ist ein grüner Knoten von vornherein. Die roten Knoten sind hier drin
Und das, was ich eben in der beschränkten Prioritätswarteschlange und das, was ich eben gesagt habe, das charakterisiert den Schlüsselwert, nämlich der kürzeste Weg, der nur über grüne Zwischenknoten vom Startnot zu diesem Knoten geht, beziehungsweise unendlich, wenn es gar keinen solchen Weg gibt. Jetzt fehlt noch ein Punkt bei der Invariante, nämlich die Aussage, bei den grünen Knoten ist der letzte Wert, den wir hier drin gespeichert hatten, der richtige Wert. Die richtige Distanz. So, und die Variante ist jetzt ganz einfach. Die Variante können Sie anschauen hier. Ja, es wird immer, in jeder Iteration wird immer ein Knoten grün. Das ist die Variante. Von Iteration zu Iteration wird die Anzahl der grünen Knoten um 1 erhöht, beziehungsweise genau gesagt die Menge der grünen Knoten. Da kommt ein Element hinzu, kein Element geht raus. Und damit ist natürlich klar, dass dieser Algorithmus terminieren wird. Nämlich, wir haben nur endlich viele Knoten. In jeder Iteration geht ein Knoten von Rot auf Grün. Es geht nie ein Knoten von Grün auf Rot wieder. Das heißt, dieser Algorithmus wird nach Anzahl Knoten minus 1 Iterationen fertig sein. Auf jeden Fall. Dann ist die Prioritätswarteschlange leer und das ist das Kriterium dafür, das ist die Abbruchbedingung. So, jetzt noch ein Punkt, also gehen wir jetzt einen Schritt weiter. E ist jetzt das nächste. So, wir haben jetzt E grün gefärbt, von Rot auf Grün, und jetzt ist nochmal interessant, F sich anzuschauen in diesem Sprung. Hier vorher war die beste Möglichkeit, nach F zu kommen, über A und C direkt nach F mit Länge 15. Jetzt gibt es einen kleinen Umweg, der kürzer ist, mit Gesamtlänge 14. Diese 3 wurde ersetzt durch 2x Kantenlänge 1. Wir haben eine kürzere Möglichkeit gefunden, hier hinzukommen. Die Frage ist, die pragmatische Frage hier ist noch, müssen wir denn jetzt jedes Mal hier nochmal den ganzen Pfad durchgehen, um festzustellen, dass F jetzt die Länge, den Schlüsselwert 14 haben soll, dass das jetzt die beste bisher gesehene Pfadlänge ist. Natürlich nicht. Natürlich müssen wir das nicht jedes Mal hier gucken, sondern wir wissen ja an dieser Stelle, dass E den Wert 13 hat. Und wir wissen, dass es von E nach F Kantenlänge 1 hat. Das heißt, wir brauchen bloß diese 13 herzunehmen und da die 1 draufzusetzen und haben schon die Länge 14. Ja, wir müssen nicht hier jedes Mal, um diesen Wert zu bestimmen, gucken, wie geht denn der Weg jetzt lang, der beste bisher gesehene Weg und wie lang ist der, sondern wir können einfach diesen Wert hernehmen, der hierfür gespeichert ist, 1 drauf addieren, wegen der Kantenlänge 1 und erhalten dann den Wert für die 14. Ganz einfach, also eine sehr schnelle Operation, wo wir wirklich nur lokal auf E und F und auf die Kante zwischen E und F schauen müssen. Und genau das ist dann in dieser Formel für die Knoten E und F dargestellt. Sie haben hier den alten Wert, das war, jetzt muss ich nochmal gucken, Zahlengedächtnis, das war die 15. Sie haben hier den alten Wert, die 15. Und Sie haben hier den potenziellen neuen Wert. Die 13 plus die 1 ergibt 14. Und Sie nehmen das Minimum aus beiden. Das heißt, es kann natürlich sein, dass der alte Wert der kleinere war. Solche Fälle gibt es auch in dem Beispiel. So dass wir also feststellen, dieser neue Wert ist nicht besser, also bleibt es beim alten Wert. Oder es kann wie hier sein, der neue Wert ist besser, also nehmen wir diesen neuen Wert. Ja? Wir haben eine neue Gelegenheit mehr bekommen, eine neue Möglichkeit haben wir hineinbekommen, Wege von S nach F nur über grüne Zwischenknoten zu finden, nämlich indem wir das Beste bis E plus diese Kantenlänge 1 hernehmen. Das ist diese Gelegenheit und das hier ist das Beste, was wir mit den bisherigen Gelegenheiten bekommen haben. Und das Beste aus beidem ist natürlich das Beste insgesamt bis dahin. Das heißt natürlich noch lange nicht,
dass F damit fertig ist, denn es könnte sein, dass wir vielleicht noch, solange F ein roter Knoten bleibt, könnte es immer noch sein, dass, dass wir für F etwas Besseres noch finden. So. Wie sieht so etwas aus? Wie kann man sich so etwas vorstellen? Vielleicht sollte ich da mal, bevor wir das machen, eine kleine da muss ich was nachtragen beim nächsten Mal. Ich sehe, ich habe einen Foliensatz, glaube ich, nicht da, den ich jetzt eigentlich bräuchte. Aber das macht nichts. Wir überspringen diese Details jetzt. Wir gehen einfach weiter im Bild und dann kommen wir das nächste Mal zu Java Code. So, das geht jetzt weiter. Die F hat jetzt die Länge 14, ist das Beste, was wir hier finden. Nicht ganz. Wir haben jetzt zwei Kandidaten mit der Länge 14. Da haben wir jetzt die Wahl. Der Algorithmus sagt nicht, welchen der beiden Kandidaten wir wählen, sondern er sagt, einer von den beiden soll gewählt werden. Wenn Sie sich das nochmal im Heap vorstellen, wenn Sie zweimal als kleinsten Wert in dem Heap die Zahl 14 drin haben, dann ist die Zahl 14 einmal in der Wurzel drin und in einem der beiden Nachfolger der Wurzel drin. Und der Knoten, der in der Wurzel drin ist, der wäre der, der genommen würde. Welcher von den beiden das jetzt ist, F oder H, in diesem Fall, das ergibt sich aus der internen Organisation des Heaps und aus der Reihenfolge, in der die einzelnen Knoten in den Heap eingespeichert worden sind. Aber das ist kein Problem, es ist egal, welcher von den beiden in der Wurzel des Heaps ist. Es könnte zufällig die 14 sein, das habe ich hier angenommen in dem Beispiel. Das heißt, F ist der nächste Knoten, der grün gefärbt wird, wieder mit der Behauptung, dass diese der noch zu beweisenden Behauptung, dass F mit dieser Zahl 14, mit der letzten Zahl, die wir dafür in der Warteschlange hatten, dass F damit die richtige Distanz hat, dass es keine bessere Möglichkeit gibt, von S nach F zu kommen. So, wir hatten den anderen mit Länge 14. Das wäre jetzt, nachdem F rausgeschmissen worden ist, bleibt der noch übrig. Jetzt wäre der, stellen Sie sich das mal vor, oder wenn Sie wollen, machen Sie das als Übungsaufgabe, wenn Sie wollen, mal als Beispiel das, was Sie hier sehen in der Prioritätswarteschlange, wirklich mal in einem Heap durchzurechnen. Dann würden Sie feststellen, jetzt nach diesem Extract-Minimum, wir haben jetzt die 14 in der Wurzel, haben wir rausgenommen und dann haben wir reparieren müssen. Und durch dieses Reparieren ist der Knoten H, durch dieses Austauschen ist der Knoten H in die Wurzel gekommen. Muss so sein. In der Wurzel ist ja nach der Reparatur immer der kleinste Schlüsselwert drin. Also ist jetzt H in der Wurzel drin, der kleinste Wert, der momentan drin ist, und H wird genommen. So. Daraufhin ändert sich hier die Länge von G. Sie sehen, wir haben jetzt für G drei Alternativen, wie wir nur über grüne Zwischenknoten nach G kommen. Direkt über S mit Länge 30. Das vorher beste Gesehene war über A und C mit Länge 8 plus 4 plus 6. Was ist das? 18. Und das Beste, was wir jetzt haben, nur über grüne Zwischenknoten, ist S plus A, C, H. Mit Länge, was ist das? 8 plus 4 sind 12, 14, 15, da steht's. Mit Länge 15, ja. Drei Kandidaten und durch unsere einfache lokale Regel, vorher stand hier drin in G alles das Beste, was wir mit diesen grünen Knoten erreichen können, um nach G zu kommen. Ein dieser Knoten hinzugenommen und wenn das besser ist, entsprechend diesen Wert reduzieren und wenn es nicht besser ist, entsprechend diesen Wert nicht reduzieren. So, jetzt wird das G entsprechend genommen. Zum ersten Mal haben wir bei K jetzt einen endlichen Wert. Vorher konnten wir K nicht erreichen, nur über grüne Zwischenknoten. Sie sehen, das geht jetzt alles so weiter. Im Grunde, wie ich gesagt hatte, eine Iteration verstanden, gleich alle Iterationen verstanden. Aber trotzdem sehen Sie an den verschiedenen Iterationen,
lassen sich verschiedene interessante Dinge hier nochmal sehen. Das ist die Invariante. So. Nach i größer gleich 0 Iterationen, Sie haben gesehen, die erste Folie war nach 0 Iterationen, sprich vor der ersten Iteration, haben wir, dass S und insgesamt i weitere Knoten grün sind. Grün heißt erledigt. Am Anfang nach 0 Iterationen ist der Startknoten und 0 weitere Knoten, keine weiteren Knoten grün. Nach der ersten Iteration ist ein weiterer Knoten grün, nach der zweiten Iteration 2 weitere Knoten und so weiter. So, das ist die Behauptung, aus der die Korrektheit des Algorithmus folgt. Wenn das stimmt, wir haben es nicht bewiesen bisher, wenn das stimmt, dann ist der Algorithmus korrekt. Denn am Ende sind alle Knoten grün und diese Behauptung hier ist, dass bei grünen Knoten, sprich am Ende dann bei allen Knoten, die echte Distanz drin steht. So, das ist das, was ich immer wieder betont hatte eben. Das ist sozusagen die Vorbereitung. Das ist wichtig dafür, damit das hier stimmt. Wenn das nicht stimmen würde, würde auch das nicht stimmen. Nämlich, dass auch dann, wenn ein Knoten noch nicht grün ist, dass da nicht einfach Murks drin steht als Distanzwert, sondern ein klar, präzise definierter Wert. Ein ganz bestimmter Wert und kein anderer, nämlich das Beste, was man kriegen kann, die beste Pfadlänge, die man kriegen kann, über einen Pfad, der nur grüne Zwischenknoten enthält. Und das ist noch der Punkt, den können Sie ja an den einzelnen Bildern immer wieder sehen, nämlich dass die Knoten, die noch rot sind, die noch nicht erledigt sind, das sind genau die Knoten in der Q. Am Anfang alle Knoten außer im Startknoten. Der Startknoten war der einzige grüne Knoten. Der gehört natürlich nicht in die Queue. Der ist natürlich von Anfang an erledigt, denn die Distanz von einem Startknoten zu sich selbst ist null. Solange wir keine negativen Zykel drin haben, also bei einem negativen Zykel könnte man natürlich von S zu sich selbst mit einem negativen Wert kommen, aber solange wir gar keine negativen Kantenlängen drin haben, gibt es nichts Besseres, um vom Startknoten zum Startknoten zu kommen, als dass wir mit Länge 0 beim Startknoten bleiben. Bei allen anderen Knoten wissen wir noch nicht, was das Beste ist. So, und so geht das jetzt weiter. Wir machen nur ganz kurz noch das Beispiel durch, ohne jetzt uns noch weiter groß aufzuhalten, damit Sie es einfach bis zum Ende in einem Rutsch gesehen haben. Jetzt wäre dieses K das nächste, der nächste Kandidat, der kleinste Wert, der hier drin ist, also wird dieser Knoten grün. Jetzt, Sie sehen, es frisst sich weiter fort. Jetzt wird M der nächste Kandidat sein. Jetzt würde L der nächste Kandidat sein. Und jetzt springt die Suche langsam hier rüber in diesen Bereich. Jetzt ist P der nächste Wert, der nächste Knoten. Jetzt wäre A. Eben sind wir hier rüber gesprungen, von L nach P. P ist grün geworden. Jetzt geht es aber nicht von P aus weiter, sondern das, was am besten weitergeht, ist D mit der Gesamtlänge 30. Also springen wir auch hier rüber in diesen rechten Bereich. Das Beste, was wir als nächstes als Kandidaten haben, ist das I. Dann das J von P aus gesehen. Von P aus gesehen, das J ist die beste Möglichkeit. Dann das N. So, und jetzt sehen Sie, was ist jetzt die beste Möglichkeit, noch einen Knoten grün zu färben. Es gibt nur noch eine Möglichkeit. Wir färben diesen Knoten und sind fertig. Die Q ist leer geworden. Das ist das Abbruchkriterium für die Schleife. Wenn die Q leer ist, also wenn die Anzahl der Elemente, die in der Q momentan gespeichert ist, wenn die auf 0 runtergegangen ist, dann ist der Algorithmus zu Ende. Und wenn wir die Invariante durchhalten,
dass die in der Queue immer die roten sind und die außerhalb der Queue sind die grünen, dann sind eben, wenn die Queue leer ist, alle Knoten grün. So, das passt ja punktgenau mit dem Ende der heutigen Veranstaltung. Dann haben Sie hoffentlich einen ersten Eindruck bekommen von dem Algorithmus. Wir werden noch diesen Eindruck beim nächsten Mal dann entsprechend vertiefen und systematisieren, inklusive einem systematischeren Beweis als bisher, warum in den grünen Knoten am Ende dann tatsächlich die richtigen Werte stehen. Für heute möchte ich mich bedanken und Ihnen noch eine schöne Restwoche und Wochenende wünschen, hoffentlich mit einem besseren Wetter als eben, als ich in diesen Saal reingekommen bin. Bis dann.